Die letzte Runde, Final Round, Runde 8. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es nochmal ein Feuerwerk gibt. Dennis Ulbay, der vielleicht auf den K.O. gehen möchte. Und auch Jean-Pierre Habimana, der nochmal alles nach vorne werfen muss. Denn wenn er nach Punkten gewinnen will, dann braucht er hier ein Wunder. Da wieder die Technik im Aufwärtshaken. Der geht auch im Raum durchs Publikum. Hier versucht er wirklich mit vielen, vielen Schlägen Dennis Ulbay zu treffen. Der zeigt aber an, das hat keine Jetzt Runde. Kommt die Antwort. Und das ist natürlich genau nach dem Geschmack vom Publikum. Dennis Ulbay hat vor dem Kampf gesagt, wenn er Druck macht, bekommt er doppelten Druck zurück. Hätte vielleicht jemand Job hier, habe ich mal vorher sagen müssen, dann wäre er nicht so in den Kampf reingegangen. Aber schön, das Lächeln auf. Ja, ich glaube, er überlegt sich das nochmal. Zwei Minuten haben wir noch. Immer wieder mit so einer eingesprungenen Linken. Dennis Ulbay schaut sich da ganz genau an, wo ist die Lücke. Ja, er sieht das gut und er steht kompakt. Ist immer noch explosiv, auch hier in der letzten Runde. Also muss man wirklich sagen, einen besseren Gegner nach dieser Verletzung am Daumen hätte Dennis Ulbay gar nicht finden können. Ein Mann, der einstecken kann, wie man jetzt hier an der Rechten von Dennis Ulbay gerade gesehen hat. Wieder die Linke. Die Linke, so als Haken rausgeschlagen. Ganz große Waffe heute von El Pistolero, der den wirklich rausfeuert. Kriegt aber hier die Ermahnung. Ja, der linke Haken, der trifft immer. Jetzt auch mal in die Kaum Luft. Kaum gesagt, aber fliegt er zweimal vorbei. Genau, fliegt Murphy's er vorbei. Law. Aber es war wirklich auch hier ein ganz wichtiger Schlag, mit dem er diesen Kampf auch über weite Strecken dominiert hat. Aber enorm beweglich im Oberkörper, mit guten Maid-Bewegungen arbeitet Dennis Ulbay. Hat jetzt auch die Hände unten, wechselt wieder die Auslage. 18 Sekunden haben wir noch. Und also man sieht auf jeden Fall, da können in Zukunft auch noch Gegner kommen, die ihn dann noch mehr fordern. Also er ist auch zu größeren Aufgaben bereit. Definitiv. Wirklich ein toller Kampf. Dennis Ulbay hat gezeigt, dass er nach seinen Handverletzungen wieder zurück ist gegen einen Mann, wo man erwarten konnte, dass der lange stehen bleibt. Ein guter Aufbaukampf für Dennis Ulbay. Wir freuen uns auf mehr.